Herzlich willkommen zur Gesprächssendung Drei kluge Köpfe. Meine Damen und Herren, welcher Nachname kommt in Deutschland am häufigsten vor? Genau, Müller. Und ein Mitglied der großen Namensfamilie Müller haben wir heute zu Gast. Nicht irgendein Herr Müller, sondern Klaus-Peter Müller. Er stand lange an der Spitze der Commerzbank, ist heute ihr Aufsichtsratsvorsitzender und er ist im Rhein-Main-Gebiet auf vielfältige Weise aktiv. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Herzlich willkommen, Herr Müller. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Müller, als ich Sie einmal in Ihrem Büro besuchte, ganz oben in der Commerzbank im Turm, da flimmerten zwei Wörter über Ihren Bildschirm, über den Monitor. It's possible. Kann man das als eine Art Lebensmotto deuten? Ja, schon. Als ich das zum ersten Mal sah, hat mir das so gut gefallen, dass ich gedacht habe, in einer Welt, in der so viele Leute wissen, was alles nicht geht, muss es doch Menschen geben, die sagen, es geht. Das ist deshalb auf meinem Bildschirm gelandet. Sie haben eine Karriere gemacht, die, denke ich, heute kaum noch possible wäre, nämlich ohne ein Studium einen stetigen, aber steilen Aufstieg in der Commerzbank bis an die Spitze. Ist das richtig, dass es einen solchen Weg heute kaum noch gibt und bedauern Sie das? Ich glaube, dass es heute noch schwerer ist, diesen Weg zu gehen, als es das für mich war. Und ja, ich bedauere es, weil ich einfach glaube, dass es immer wieder Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer das akademische Studium nicht hinter sich gebracht haben, aber trotzdem über das Leistungspotenzial verfügen, das man schon haben muss, wenn man an die Spitze von Unternehmen, Institutionen oder auch in der Wissenschaft kommen will. Das ist das, was mir so gut gefällt am Silicon Valley. Da sind ganz viele Aussteiger, Nebeneinsteiger, was weiß ich was, alles dabei, die auch belegen, dass es nicht immer nur des Studiums bedarf. Aber ich sollte schon Wert darauf legen zu sagen, empfehle also schon das Studium und den Weg, den ich gegangen bin, den würde ich nicht unbedingt als karrieretypisch sehen. Und der war härter, als wenn Sie studiert hätten? Ich glaube ja. Ja. Sagen Sie uns oder verraten Sie unseren Zuschauern vielleicht, welches sind die drei wichtigsten Eigenschaften, um an die Spitze eines solchen Unternehmens zu gelangen? Also auf die Gefahr, dass ich Sie jetzt enttäusche, die erste ist Fleiß. Mhm. Das ist, glaube ich, mit weit über der Hälfte der geforderten Eigenschaften wichtig. Den zweiten Punkt, den ich natürlich ansprechen muss, ist die Bereitschaft zu einem ganz hohen Engagement. Ich unterstelle eine ordentliche Intelligenz, aber ein ganz besonders hohes Engagement, das vorhanden sein muss. Das heißt, man muss das, was man tut, gern tun, auch mit einer gewissen Leidenschaft tun. Und mein dritter Punkt wäre ein charakterlicher. Es ist zumindest wünschenswert, das ist nicht immer der Fall, das wissen Sie auch, dass jemand an die Spitze von Unternehmen kommt, der über das verfügt, was wir bürgerlich einen ordentlichen Charakter nennen. Das Tragen eines Kapuzenpullis, weil Sie das Silicon Valley ansprachen, gehört offenbar nicht dazu. Doch, Sie sehen deshalb die deutsche Fußballnationalmannschaft im Kapuzenpulli für uns Werbung laufen. Herr Müller, schauen wir mal ganz an den Anfang. Sie stammen aus einer großen Familie mit 7 Kindern. An welcher Reihenfolge der Geschwisterfolge stehen Sie? Unglücklicherweise war ich der Erste. Das hat viele Nachteile, aber das ist so, die kann das ja auch nicht mehr ändern. Ist eine große Familie ein guter Übungsplatz für eine berufliche Karriere? Ja, ich denke ja, weil ich sehr früh, wie soll ich mal sagen, Verantwortung übernommen habe, auch für die jüngeren Geschwister. Ich habe 3 Brüder, 3 Schwestern. Man wächst in diese Rolle von Verantwortung auch für andere tragen und nicht nur auf das eigene Ich und das eigene Wohl bedacht zu sein. Da wächst man hinein und das ist natürlich zwangsläufig in einer kinderreichen Familie einfach auch leichter. Ich habe das nie als Bürde empfunden, das war einfach so. Gehört die Bundeswehr auch dazu? Sie sind Oberstleutnant der Reserve. Oder Herr Dinker, das gibt mir Gelegenheit. Ich freue mich immer, dass man mir eine solche Karriere zutraut. Ich muss Sie aber korrigieren, ich bin nur Oberleutnant der Reserve, das ist deutlich weniger. Aber um auf Ihren Punkt zurückzukommen, ja, auch das hat ein Stückchen geprägt, weil Sie natürlich mit 20 Jahren, und das ist so die Zeit, in der man dann nach der Schule zur Bundeswehr damals einrückte, Sie übernehmen auch da als Offiziersanwärter und später als Offizier und Reserveoffizier relativ früh Verantwortung für andere Menschen, was mir dann leichter fiel als anderen, weil ich das eben, wenn Sie so wollen, zu Hause ein bisschen schon gelernt habe. Herr Müller, warum sind Sie Banker geworden? Ich habe damals 2 Berufe für mich mal angedacht. Das eine war Energiewirtschaft, damals Ölindustrie für mich. Ölindustrie, ja, Mineralöl. Ich sah diese Entwicklung der großen Ölgesellschaften und glaubte für mich richtig oder falsch, aber das war meine Perspektive, dass das hätte Zukunft. Und Bank, damit verband ich
dass man ganz viele Menschen kennenlernt und sich in mehr als einer Branche auskennen muss. Und dann geschah etwas, was mich dann doch sehr beeindruckt hat. Der damalige Bundesfinanzminister Franz Etzel schied aus der Regierung freiwillig aus, um in ein Bankhaus einzutreten. Und da habe ich gedacht, da muss der Mann muss sich doch da mal was. Ja, es war in der Tat so. Ich will ja gar nicht behaupten, dass das der klügste aller Rückschlüsse war. Aber es hat mich damals sehr beeindruckt und ich habe es nie bereut. Aha. Können Sie Ihren Werdegang bei der Commerzbank in Stichworten schildern? Ja gut, ich habe die Management-Trainee-Ausbildung in Düsseldorf begonnen. Im Verlauf dieser Management-Trainee-Ausbildung gab es einen vierwöchigen, fünfwöchigen Nachwuchslehrgang für diese Jungmanager oder die es werden wollten in Hamburg. Den habe ich ganz gut bestanden, kam dann zurück und bin, weil ich das wollte, auf einen internationalen Einsatz vorbereitet worden. Und als ich dann den Wunsch geäußert habe, ich würde wahnsinnig gerne, weil ich in meinem Jahrgang ganz gut abgeschnitten hatte, als Trainee diese Traineezeit nochmal fortsetzen und für 6 Monate als Trainee in die Vereinigten Staaten gehen, da ist mir eben aufgrund der relativ guten Benotung, die ich bis dahin erfahren hatte, ist mir dieser Wunsch dem stattgegeben worden. Und so bin ich dann für 6 Monate in Chicago gelandet und sollte an sich danach zurück nach Düsseldorf. Das hat sich aber so nicht ergeben, weil wir hatten eine Repräsentanz in New York eröffnet und die war mit 2 Mitarbeitern zu knapp besetzt. Also hat man gesagt, dann, wer kann denn da aushelfen? Und da in den ganzen USA nur ein Deutscher aus der Commerzbank sich gerade aufhielt, ist nach diesem elitären Prozess die Wahl auf mich gefallen. Und dann bin ich für 7 Monate nach New York versetzt worden. Und dann hat die Bank meinen Vertrag insgesamt dort 3-mal verlängert, sodass daraus insgesamt 5 Jahre wurden. Aber in diese Zeit fiel dann auch noch die Gründung der Commerzbank-Filiale New York als erstem deutschen Kreditinstitut in den Vereinigten Staaten. Und daran durfte ich dann maßgeblich arbeiten. Das war ein besonderes Erlebnis. Danach kam dann... Von welchen Jahren reden wir da? Ich rede jetzt von 1968 bis 1973. In New York. Ja. Ja. Und hat sie das verändert? Ja. Ja. Die Möglichkeiten an der Wall Street, und die Adresse war 55 Wall Street, also ich hatte links und rechts von uns waren natürlich die Investmentbanken, davon gab es damals auch noch mehr. Also auch die kommerziell dort angesiedelten Banken, wir waren ja zudem in den ersten Jahren nur Repräsentanz und wurden dann erst 1971 Filiale. Dort atmete man diesen Geist von, wer bringt was, wer leistet was. Und die Wall Street hat Leistung honoriert. Und die war relativ altersneutral. Also da liefen damals, ich sag's mal ein bisschen schnippisch, so Jungschnösel wie ich rum, aber auch ältere Herren, bei denen keiner daran Anschluss nahm, dass die, was weiß ich, was schon 78 waren. Und das hat mich an der Wall Street sehr beeindruckt. Und dann bekam ich halt in sehr jungen Jahren den Auftrag, Kunden für die Bank zu akquirieren, bei großen Adressen. Das ist eine große Herausforderung. Und wenn sie die überleben und wenn sie das halbwegs gut machen, ja, dann haben Sie einen guten Ruf und dann ist die weitere Karriere ein bisschen leichter. Machen wir vielleicht da, wenn Sie sagen, da waren junge Leute, da waren ältere, machen wir da in Deutschland vielleicht manchmal den Fehler, dass wir noch zu formal denken? Würden Sie sich stören an einem jungen Investmentbanker, der bei Ihnen im 30. Stock säße und käme mit einem Kapuzenpulli? Also, der Kapuzenpulli würde mich mit Sicherheit nicht stören. Ich habe ja als Vorstandssprecher damals insgesamt 3 Vorstände vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat zu berufen, die alle 3 unter 40 waren. Das setzt ja schon voraus, dass die relativ jung waren, als sie überhaupt in die Bank hineinkamen oder in die Banken, von denen sie kamen. Insofern hatte ich damit und habe ich damit kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, dass man den einen oder anderen, der die geistige und physische Spannkraft noch hat, in Beraterfunktionen belässt und eben die immense Erfahrung, die der eine oder andere hat, für sich nutzt. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, beratungsfähig zu bleiben und nicht zu früh zuzumachen, weil wir glauben, dass wir das alles schon besser wissen. Also ich habe die Scheu, ältere Kollegen um Rat zu bitten, Gott sei Dank nicht besessen und ich denke mal, das hat mir sehr geholfen. Sie kamen dann Mitte der 80er Jahre nach Frankfurt, waren zuständig fürs Firmengeschäft. Ja. Bald darauf fiel die Mauer und Sie wurden zuständig für die Abteilung Aufbau Ost. Ja. Das hieß, Sie sind dann in die neuen Länder gegangen, haben dort 2000 Mitarbeiter eingestellt, 120 Filialen eröffnet, die wahrscheinlich häufiger aus Containern bestanden, also aus richtigen Gebäuden. Was war in der Zeit die größte Herausforderung, der Sie sich gegenüber sahen?
Wir hatten zwei große Probleme. Einmal die Lokation. Wir mussten Standorte finden, weil wir eben keine, uns nicht an der Bank beteiligt hatten. Das, was Sie Container nennen, haben wir liebevoller Pavillons genannt. Aber sie hatten einen Vorzug. Sie waren gut beheizbar und im Sommer, und es gab ja dann einen sehr heißen Sommer, auch mit Klimaanlagen ausgestattet. Aber ich gebe ja zu, es war eine Notlösung. Also wir haben diese, wenn Sie wollen, provisorischen Unterkünfte natürlich, die zum Teil 3-4 Jahre dann halten mussten, dort eingesetzt. Also einmal war es die Infrastruktur. Aber, glaube ich, noch mutiger waren wir in Sachen Personal. Wir haben tatsächlich gewagt, Menschen einzustellen, hauptsächlich Frauen damals, aber auch Männer, die bereit waren, sich von uns im Westen erstmal fit machen zu lassen, in einem On-the-Job-Training für das, was dann auf sie wartete, und die dann nach und nach die Westkollegen, die wir dort im Einsatz hatten, eben abgelöst haben. Das ist hundertprozentig gelungen. Das war damals ein großes Risiko. Ich bin im Sinne des Wortes Gott dankbar gewesen, dass das so gut funktioniert hat. Es war eine gute Investition in die Bereitschaft ostdeutscher Bürger, Chancen wahrzunehmen, die wir ihnen da geboten haben. Das waren gut bezahlte, saubere Jobs, zuverlässig, nachhaltig. Also insofern hatten wir gehofft, das würde auch als Qualität und als gut erkannt werden. Und ich bin sehr froh, dass das funktioniert hat. Haben Sie in der Zeit auch Glücksritter kennengelernt, die nicht unbedingt die besten Botschafter der Marktwirtschaft waren? Ja, das habe ich mehr als ich heute gerne aufzählen würde. Es sind Leute mit Rheumadecken und allem möglichen Schund gekommen, die für relativ viel Geld Dinge verkauft haben. Es ist zum Teil im Fahrzeughandel sind relativ schäbige Beispiele zu verzeichnen gewesen. Ja, es war querbeet. Sie wissen ja, also eine gewisse kriminelle Intelligenz macht ja keinen Halt vor Branchen und Produkten. Also ja, doch, da war ein guter Teil von Glücksrittern, wenn man das mal so freundlich nennen will, dabei. Es heißt, Sie hätten nicht nur einmal im Auto übernachtet und einmal sogar 1 Million D-Mark im Trabi transportiert. Stimmt das? Ja, das stimmt beides. Das mit dem Auto übernachten hing damit zusammen, dass späte Ankunft garantiert im Osten noch nicht als Begriff verstanden war. Und als wir um 20 Uhr eine Pension nicht erreicht hatten, hat die Pensionswirtin dem marktwirtschaftlichen Gelüste nachgegeben und hat unsere Zimmer vermietet. Ja, dann ist die Wahl, was machen wir jetzt? Jetzt können Sie zum nächstgelegenen Bahnhof fahren und schauen, wer sich da rumtreibt, oder Sie schlafen eben im eigenen Auto. Dann haben wir das Auto als angemessener gefunden. Was dann am nächsten Morgen, als wir unser Ziel erreicht hatten, und da gab es Commerzbank-Mitarbeitern, haben wir denen gesagt, wir brauchen jetzt mal Zugang zu ihrer Dusche. Und wenn wir doch ein bisschen zerknittert ankamen. Ja. Also das war das eine. Das mit der 1 Million war in Gera. Ich fuhr in Gera, also am Tag der Währungsumstellung, fuhr ich zu bestimmten Standorten an. Wir hatten dort ein Pavillon stehen und ich gehe also da rein. Ja, ich hatte gedacht, ich hätte Sie überzeugt. Ja. Also ich komme in diesen Pavillon rein, den der Dinker gerne Container nennt, und treffe einen Filialleiter, den ich natürlich nicht kannte, sagt ihm hier Müller aus Frankfurt. Und ich sage, wie läuft's? Ich sage, die Menschenschlange. Und daraufhin, der war schweißgebadet, sagte, mir geht's Geld aus. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kümmere mich, ich versuche mal. Habe dann versucht anzurufen, was damals natürlich prompt misslang. Und habe mich dann erkundigt, es gab eine Bundesbank bereits in Gera. Und bin zu dieser Bundesbank gefahren und habe dort gefragt, wer leitet hier. Und traf, also ich glaube, einen Bundesbank-Oberrat. Und habe dann gesagt, hören Sie, ich habe ein echtes Problem. Hier ist mein Personalausweis, hier ist meine Visitenkarte. Ich bin zuständig für den Aufbau aus der Commerzbank. Ich brauche 1 Million. Da habe ich angeguckt, das hatte ich auch. Ich sage jetzt mal ohne jeden Scherz. Uns geht's Geld aus und es wäre ganz schlimm, wenn wir da ohne Geld stehen würden. Und der Mann hat mir dann einige Fragen gestellt. Er konnte auch nicht anrufen, so wie ich. Und hat mir dann 1 Million D-Mark in eine Aktentasche reingetan und hat gesagt, wie kommen Sie hier weg? Ja, ich sagte, unten steht ein Kollege mit einem Trabi. Da hat er gesagt, Sie wollen mir doch jetzt nicht erzählen, dass Sie jetzt mit einem Trabi fahren. Ich sage, wissen Sie, ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht überfallen werden. Ja, und so kam es also. Bin dann mit einer nicht besonders taufrischen Aktentasche im Trabi dann zurückgefahren zur Filiale. Bin da hinten rein, das war immer noch brechend voll, und hab dem Filialleiter gesagt, jetzt passen Sie mal auf hier, das muss jetzt ordentlich gezählt werden, da ist 1 Million drin. Der hat das für einen Scherz gehalten, nicht? Aber es war 1 Million drin. Und ich habe leider eins versäumt, ich habe leider versäumt, mir damals
den Namen des Kollegen von der Bundesbank zu merken. Sollte er diese Sendung hören, so sei ihm hiermit auf das Herzlichste gedankt. Ich habe das leider damals versäumt. Er ist in bleibender Erinnerung. Herr Müller, Sie sind ein politischer Mensch. Wurden die Wurzeln dazu in Ihrem Elternhaus gelegt? Ihr Vater war Ratsherr in Düsseldorf und von 61 bis 64 ehrenamtlicher Oberbürgermeister. Ja, mein Vater ist 1948 in die Düsseldorfer Kommunalpolitik eingetreten und in diese ehrenamtliche Tätigkeit dann bis hin, ist insgesamt dann bis 67 geblieben, nochmal 3 Jahre als Bürgermeister. Ich komme aus einem politischen Haushalt, aus einer politischen Familie und ja, doch, die Politik zu Hause hat schon mein Leben ein Stückchen geprägt. Wurde bei Tisch drüber diskutiert? Ja, das wurde es natürlich auch. Und ich hatte sehr früh auch Interesse an politischen Entwicklungen. Ich habe also sehr früh schon eine eigene Union-Gruppe damals in einem Düsseldorfer Stadtteil gegründet. Also ja, doch, das war ein sehr frühes Begleiterlebnis meiner Jugend. Wie Ihr Vater stehen Sie der CDU nahe? Sie sind sogar Mitglied. Sie selbst haben Roland Koch beraten und gehören, glaube ich, auch einem Beraterkreis von Ministerpräsident Bouffier an. Wer ist das größere Talent? Also einmal muss ich leicht korrigieren. Ich habe einem Kreis angehört und ihm auch vorgestanden, der hieß Wirtschaft und Koch. Und habe in dieser Zeit, wann immer er es wollte, den damaligen Oppositionsführer, späteren Ministerpräsidenten in Wirtschafts- und Finanzfragen, habe ich ihm natürlich zur Verfügung gestanden. Ich habe das dann noch 1,5 Jahre, nachdem der Wechsel von Herrn Bouffier von Herrn Koch zu Herrn Bouffier erfolgt ist, das noch 1,5 Jahre begleitet und dann an einen Nachfolger übergeben. Zwei ganz unterschiedliche Politiker, beide relativ gut fundiert in christlich-sozialen Werten, klaren Wertevorstellungen, das verbindet sie ganz sicherlich. Koch, der überragende Intellektuelle, begnadete Rhetoriker, das ist bei Volker Bouffier. Volker Bouffier wirkt volksnäher, ist, glaube ich, volksnäher, ist ebenfalls ein guter Redner, ist aber ein anderer Typus, als es Roland Koch ist. Und ich muss ganz offen sagen, ich glaube, die Hessen haben mit Volker Bouffier einen sehr guten Landesvater, der sein Amt zur Überraschung des einen oder anderen mit großem Geschick ausübt. Und auch ich zähle zu denen, die froh sind, dass wir ihn haben. Lassen Sie uns ein anderes politisches Thema anschneiden, nämlich die Beziehung zwischen dem Staat und den Banken. Sie haben immer vor allzu großem Einfluss des Staates auf die Bankenlandschaft gewarnt, meistens gebünzt auf die Landesbanken und Sparkassen, wo es bestimmte Verflechtungen gibt. Sie haben allerdings erleben müssen, dass 2009 Ihre Commerzbank teilverstaatlicht worden ist, also volkseigener Betrieb Commerzbank. Wie kommt man mit so etwas zurecht? Also zunächst mal war die Beteiligung des Staates ja nie mehr als 25% und andere Unternehmen, an denen der Staat mit höheren Prozentsätzen beteiligt, denken Sie an 20% bei Volkswagen durch Niedersachsen, haben sich nie die Bezeichnung teilverstaatlicht damit eingefangen. Wir haben das als Urteil der Journalisten so bekommen und damit haben wir dann auch natürlich leben müssen. Schön ist das nicht, den Begriff der Teilverstaatlichung zu hören. Es war schlimm für mich. Das habe ich als eine mich schon sehr treffende Stunde in meinem Leben empfunden, als die Entscheidung feststand, die ich begleitet habe. Aber sie zählt nicht zu den glücklichen Momenten meines Lebens. Gleichwohl gilt es hier zu sagen, dass der Staat zu diesem Zeitpunkt richtig entschieden hat und in uns vertraut hat, in unsere Fähigkeit in der Commerzbank vertraut hat, die Dresdner Bank trotz der gerade wild ausbrechenden Finanzkrise, die Dresdner Bank gut zu integrieren und aus der Fusion der beiden Institute eine vernünftige, wieder starke Bank zu machen. Das ist jetzt dem Vorstandsteam um Martin Blessing gelungen. Insofern bin ich auch darüber froh. Aber ja, Herr Dinker, es war eine schwere Entscheidung. Es ist mir schwer gefallen, sie mitzutragen. Aber ich habe sie mitgetragen und muss auch im Nachhinein sagen, es war richtig. Sie sind 2007 direkt vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsrat 2008 gewechselt. Das gilt ja so als ein bisschen unfein, dieser direkte Wechsel ohne Abkühlphase dazwischen. Warum haben Sie es trotzdem gemacht? Ja, weil es einmal damals die Empfehlung noch gar nicht gab, es nicht zu tun, sondern damals war die Empfehlung der Corporate Governance Commission, wenn ein Aufsichtsrat das vorhat, dann sollte der Aufsichtsratsvorsitzende, den es zu diesem Zeitpunkt gibt, die Hauptversammlung darauf hinweisen, dass hier ein Wechsel direkt aus dem aktiven Dienst dann natürlich in den Ruhestand in den Aufsichtsrat erfolgte und dies der Hauptversammlung gegenüber auch begründen.
Das hat wirklich in vorbildlicher Art und Weise, hat das Martin Kohlhausen damals der Hauptversammlung vorgetragen. Ich glaube, ich bin mit über 98% der Stimmen in dieser Hauptversammlung gewählt worden, sodass das, was dann später von Journalisten geschrieben worden ist und was sich jetzt natürlich repetiert, weil jeder immer aufs selbe Archivblatt schaut, zu dem Zeitpunkt, zu dem meine Wahl stattgefunden hat, war sie noch nicht so verpönt. Das ist dann später geschehen. Und ich weiß gar nicht, ob es später noch getan hätte, wahrscheinlich nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt war es mit den Prämissen, die ich eben genannt habe, war das noch durchaus, ich bin gar nicht so sagen, üblich. Herr Müller, Sie haben gerade den Blessing schon genannt. Wie ist das für einen Aufsichtsratsvorsitzenden, wenn er seinen Vorstandsvorsitzenden fragt, willst du weitermachen, und er sagt dann, nein, ich habe andere Pläne? Ja, zunächst mal ist ein gewisser Überraschungseffekt damit natürlich verbunden. Aber im konkreten Fall, Sie sprechen ja auf die Entscheidung von Martin Blessing an, seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Es ist üblich, dass man ein Jahr vor Auslauf eines Vertrages entsprechend fragt. Wir haben sogar in den Verträgen der Vorstände stehen, dass es mindestens 6 Monate vorher der Fall sein muss. Beim Vorstandsvorsitzenden addiert man an sich nochmal eine mindestens 6-monatige Zeit dazu. Also ich habe Martin Blessing natürlich darüber informiert, dass der Aufsichtsrat sich freuen würde, mit ihm also auch weitere Jahre zusammenzuarbeiten. Martin Blessing ist 52 Jahre. Er hat, wenn er ausscheidet, 15 Jahre dem Vorstand der Bank angehört, ihn davon 8 Jahre lang geführt. Und für ihn gab es eine Entscheidung. Die Entscheidung war, wenn ich in meinem Leben noch einmal irgendetwas anderes machen will, als diese Bank zu leiten, dann muss ich das jetzt tun, sonst ist es zu spät. Diese Überlegungen hat er, ich glaube, in quälender, gründlicher Form mit sich selbst, nehmen wir mal an, seinem engsten Familienkreis ausgetragen und hat mich dann davon informiert, dass er für sich so entschieden hat. Und meine Herren, das ist eine Entscheidung, die man respektieren muss. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich gerne mit ihm weitergearbeitet hätte. Dieser Mann und ich, wir haben 14 Jahre, dann 15 Jahre zusammengearbeitet, in sehr enger, sehr vertrauensvoller und wenn Sie es nicht als allzu eitel verstehen wollen, bitte, dann auch, denke ich mal, in erfolgreicher Weise. Und ja, natürlich finde ich es schade, dass er sich so entschieden hat. Aber, und auch das gehört zur Ehrlichkeit, eine bemerkenswerte Entscheidung, für die ich auch Verständnis habe. Wie war denn das damals eigentlich bei Ihnen, als Sie in die Bank eintraten? Haben Sie damals vorgehabt, eines Tages in den Vorstand aufzurücken? Nein. Ja, das war schon weit weg. Ich war also ein Jahr in der Bank, als mich mein Gegenüber vom Schreibtisch gefragt hat, was wollen Sie denn mal werden in dieser Bank oder in einer anderen Bank? Und da habe ich mich zum ersten Mal damit sehr konkret befasst und bin zum Schluss gekommen, ich möchte mal eine große Filiale leiten. Okay. Sie müssen verzeihen, dass mein Selbstbewusstsein damals eine größere Reichweite nicht zugelassen. Hat sich dann geändert. Ja, im Laufe der Zeit. Wenn Sie dann die Chance bekommen, das zu werden, muss man sich natürlich überlegen, ob man diese Chance wahrnehmen will. Na, der Dr. Beuer hat uns hier erzählt, als er eintrat in die Bank, hat er schon zum Ziel gehabt, in den Vorstand zu kommen. Sie haben meine Antwort gehört. Ja, ja. Wenn Sie heute insgesamt auf Ihre Zeit in der Commerzbank zurückschauen, zu welchem Selbstanteil kommen Sie? Über die Commerzbank, über mich, über beides? Über Ihren Erfolg in der Commerzbank. Da würde ich zunächst mal sagen, dass ich war ja zunächst für das Firmenkundengeschäft zuständig. Wir haben heute eine hervorragend positionierte Mittelstandsbank. Dafür sind damals wichtige Voraussetzungen geschaffen worden. Wir haben als Underdog, weil als Spätstarter, mit sehr mutigen Entscheidungen das Netz in Ostdeutschland aufgebaut, das gut funktioniert hat. Wir haben in der Spitze, glaube ich, 130 Filialen gehabt. Heute sind es, glaube ich, noch 122. Wir haben da nicht viel schließen müssen. Ich durfte das Netz der Commerzbank zunächst in Osteuropa ausbauen. Ich glaube, in 2 bis 3 Jahren haben wir 10 Stützpunkte dort aufgebaut und war anschließend für das internationale Geschäft zuständig, in dem wir heute immer noch unseren höchsten Marktanteil haben. Das sind alles Entwicklungen, mit denen ich zufrieden bin, über die ich glücklich bin. Dass wir die Finanzkrise nicht besser überstanden haben, ist bedauerlich. Aber auch hier muss man selbstkritisch sagen, ich habe im Juli des Jahres 1989 nicht geahnt, dass die amerikanische Regierung einmal beschließen würde, Lehman Brothers fallen zu lassen und dadurch natürlich
eine so schlimme Lawine auszulösen, wie das, das wir gesehen haben, dass dann ganze Märkte zusammengebrochen sind. Das alles habe ich nicht geahnt und mich deshalb auch darauf nicht adäquat einstellen können. Das waren die weniger glücklichen Momente in meinem Leben. Ich habe es dann als ganz traurig empfunden, als die Bank wieder zu Kräften kam, sind politische Entscheidungen in Brüssel getroffen worden und wir haben in Griechenland 3 Milliarden verloren. Das war dann genau der falsche Zeitpunkt, wir kamen gerade wieder zurück. Das war auch ein weniger glücklicher Moment. Da würde ich heute sagen, wir hätten so viel Glaube an die Redlichkeit dieser Aussage nicht haben dürfen. Das muss ich mir auch selbst anlasten, dass wir das Klumpenrisiko einzelner Staaten falsch eingeschätzt haben, dass auch ich das falsch eingeschätzt habe. Also insgesamt würde ich mal sagen, bin ich mit dem, was ich als im Rückspiegel sehe, bin ich zufrieden. Da gibt es immer Dinge, die man hätte noch besser machen können. Aber Sie sehen mich nicht unglücklich beim Resümee über das, was ich im Verbund mit anderen habe tun können. Sie haben 2008 bis 2013 die Regierungskommission Good Governance geleitet, also gute Unternehmensführung. Was ist dabei herausgekommen? Ja gut, also erstens sind diejenigen, die solche Regeln, Empfehlungen aufstellen, nicht besonders populär, weil den einen tun wir die Dinge zu langsam und nicht gründlich genug und die anderen sagen, es ist viel zu schnell und viel zu detailliert. Das heißt, aus diesem Sandwich kommen sie so oder so nicht heraus. Mein Ziel ist es gewesen, Regeln aufzustellen, ohne dass sie der gesetzlichen Normierung bedurften, um zu sagen, wir müssen in der Wirtschaft nicht für alles ein Gesetz bekommen. Wir sind auch selbst klug genug, bestimmte Dinge richtig zu regeln. Das hat nicht immer funktioniert, das gebe ich zu, aber die Politik ist auch enorm opportunistisch gewesen und hat sich auf Dinge einfach aufgesattelt, die mir das Leben dann schwer gemacht haben, der Kommission, die ich geleitet habe, weil sie unsere Glaubwürdigkeit in der Wirtschaft erschüttert hat. Wenn ich sage, wir kommen jetzt mit Regeln, mit denen wir uns selbst regulieren wollen und der Staat überrollt uns dann mit einem Gesetz, dann sagen natürlich die Kritiker der Wirtschaft, ihr tut doch nichts anderes, als dem Bundestag immer schärfere Regelungen vorzubereiten. Das hat mich damals schon ein Stückchen verletzt und noch sehr gestört. Herr Müller, da uns die Zeit davonläuft, eine letzte Frage zum Stand der Aktien. Meine Commerzbank-Aktien sind ungefähr 67% im Minus. Wann habe ich da Anlass wieder zu größerer Freude? Ich kann zu Ihrem Minus von 67% leider nicht viel sagen, aber eins würde ich Ihnen gerne sagen. Ich habe wahrscheinlich mehr Aktien im Depot von der Commerzbank als Sie, weil ich noch nie eine verkauft habe. Es ist mein absoluter Ehrgeiz, Sie und auch mich wieder zufriedenzustellen. Das war ein schönes Schlusswort. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Herr Müller.